Das ist mal ein schickes Auto. Okay, wir starten mit Spiel Nummer 3. Beim Tegernsee-Duell präsentiert von Audi. Und dieses Spiel heißt Ball in den Kofferraum schießen. Jeder schießt dreimal, immer vom Gullideckel aus. Ihr müsst einmal lupfen, einmal schmeißt euer Partner den Ball euch zu und ihr müsst den Volley nehmen. Der darf allerdings vorher auftippen, also ihr müsst ihn nicht direkt aus der Luft nehmen. Ihr könnt ihn auch einmal auftippen oder zweimal auftippen lassen, aber dann reinschießen. Und bei Versuch Nummer 3 könnt ihr euch aussuchen, wie ihr den schießen wollt. Der Ball muss aber drin liegen bleiben. Okay. Da gucke ich aber genau hin, ob die anderen genauso weit weggepackt haben. Das wussten wir und deswegen haben wir ein Foto gemacht. Echt? Ja? Oh! Wie schießt denn der da dran? Versuch's einfach. Aber da kann natürlich auch sein, dass er dann rausgeht. Mach mal irgendwie. Oh, das tut mir so weh. Schönes Auto. Ziehen wir sie aus? Ja, ich will den Weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass er drin liegen bleibt, ist bei Auflüften höher. No! Latte Posten. Bleib das Ding jetzt rein und fertig. Mach das Auto nicht kaputt. Nee, nicht. Berühr das Ding nicht vorher schon. Ja, ich pass doch schon auf. Wow. Jetzt, Toni Janschke! Deswegen bist du mein Teampartner, weil du mich motivierst. Ja. Punkt für euch. Du hast schon mit ordentlich Zug gemacht, ne? Ja, ich wollte das Ding reinlupfen halt. Oh. Muss ich werfen jetzt, oder? Ah, ich kann dreimal lupfen, oder? Nee. Nee, ich kann nicht dreimal lupfen. Einmal lupfen. Komm, dann werf's was. Einmal werfen und einmal kannst du ja aussuchen, ob lupfen oder werfen. Wirf einmal am Boden. Das darf er, oder? Das darf. Ja, ich lasse ihn doch, oder? Und ich muss aber hinter diesem Gullideckel stehen. Oder auf. Oder auf. Muss ich von irgendwo werfen? Ja, in dem Auto. Einmal am Boden. Ja. Und dann hoffen. Okay. Das ist nicht einfach, ne? Ich schmeiß hoch, guck. Mach einfach. Alter. Ja, das ist wichtig. Ja, schon. Kannst du nicht jetzt. Da muss aber nicht da drauf kommen. Also nur dahinter. Irgendwo. Nein. Oh! Der war knapp. Oh! Können wir? Ja. Oh, der war so ein Pech. Ja, genauso wie ich. Bist du da? Nee, warte, ich muss noch konzentrieren. Jetzt bin ich da. Das der hätte aber gezählt. Das ist schön aus. Der hätte gezählt. Oh, bitte. Wir haben auch viel Pech bei dieser Challenge. Und was ist jetzt? Dritte kannst du aussuchen, ob du lupfst. Ja, dann lupfen nochmal. Ja. Ja, wir lupfen auf jeden Fall. Und jetzt nochmal aussuchen, ne? Ich will den Ball geworfen. Jetzt können wir aussuchen. Ja, dann. Lupfen oder wieder anwerfen. Ich fand so. Ich fand lupfen besser. Ja, okay, dann mach lupfen. Ich fand anders besser. Nein. Ah, Scheiße. Max, ich setze wieder alles auf dich. Ich werf genauso wie ihm. Ja, mach. Ne? Warte. Nein! War nicht schlecht. Ja, war echt nicht schlecht. Gut geklärt. Ja. Jetzt macht das die ganze Challenge kaputt. Ja. Der muss jetzt, einer muss. Einer muss. Ja, Max! Immerhin einer. Jetzt geht's um Sieg. Ah. Einen brauchen wir. Komm, uns konzentrieren. Ich mach ihn. Eher höher oder eher flacher? Ein bisschen höher. Nein. Ja. Nein, doch.
Top! Das war stark. Also ein Nehmer schon mal mit. Das ist es, Max. Jetzt sind wir im Spiel. Jetzt sind wir da. Ah nein, wir sind voll rein. Das war. Ich dachte noch nicht. Applaus. Hey, oder was? Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. War geil. Super. Und jetzt sind wir vorm Seehotel Überfahrt und es geht zur Siegerehrung um diesen Wanderpokal. Was habt ihr für ein Gefühl? Ganz gutes. Toni? Ich glaube, das Ding haben wir gerockt. Flo? Ich glaube, dass wir knapp Dritter wurden, leider. Jonas, du bist allein gekommen? Wird schwer für uns, glaube ich. Weiß schon Bescheid. Wir sind gespannt. Deswegen haben wir einen. Auf dem dritten Platz mit hervorragenden 7 Punkten das Team Torhüter Jonas Omlin und Max Brühl. Haben wir falsch gerechnet, ne? Auf dem zweiten Platz mit hervorragenden 8 Punkten die Herren in Weiß, Flo Neuhaus und Hacki und damit Sieger beim Tegernsee-Duell, präsentiert von Audi in diesem Jahr, der Fußballgott und Flacco. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Wobei, eigentlich Flo Neuhaus bekommt Sonderpunkte, weil er im Trainingslager seinen Vertrag verlängert hat. Also den Pokal trotzdem nicht. Ah, wir sind länger da. Aber es ist zweitrangig, aber. Das wievielte Mal seid ihr Gewinner? Guckt mal drauf. Einmal mitgemacht. Zweite, dritte, zwei, ja, irgendwie sowas. Ja. Oder irgendwie sowas. Ja, bitte, Siegesrede. Cool. Cool, also es war abzusehen. Also als ich so Teilnehmerfeld gesehen habe, war klar, dass wir das Ding gewinnen. Wir haben es dann natürlich ein bisschen spannender gemacht, wäre sonst langweilig für alle. Demzufolge danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ja, und jetzt feiern wir ein bisschen. Danke Jonas, danke Robin, danke Flo und danke auch an das Siegerpaar. Der Fußballgott Toni Janschke und Patrick Herrmann, Flacco. Das war das Tegernsee-Duell, präsentiert von Audi. Was wir aber nicht gesagt haben, das ist der Hauptpreis. Team 3 kriegt den e-tron. So, Max, wir gehen.